Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir sind mal eben mit dem guten Jacob Richtung Zug unterwegs. Ein Brief. Für mich? Ja. Keine Ahnung, ein Brief für dich anscheinend. Aber okay. Die Fracht steht und anonym zur Übergabe. Nee, will ich aber gar nicht machen. Ein Brief für dich, aber das scheint uninteressant zu sein. Einen guten Tag, Jacob. Okay. Hallo. Gut, ist uninteressant, dann machen wir jetzt das hier. Hello, Mr. Gatling. Empfohlenes Level 5, das haben wir. Ich würde sagen, machen wir mal. Sehen, was an der Whitechapel Station auf dich wartet. Nigel will alles wieder gut machen. Er hat ein Geschenk für dich. Okay. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Würde ich sagen. Oi, Mr. Fry, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. hier, Sir, ich zeig's Ihnen. Sie klemmt. Oh, Scheiße. Weg! Okay. Wie genau machen wir das? Alles klar. Ziemlich nice. Okay, Ladehemmung. Kein Problem. Hammer. Wo sind die denn? Ah, da hinten kommen sie. Alter! Geiler Scheiß! Ja, das gefällt mir sehr gut. Auf Wiedersehen! So, da hinten... Ach, die haben uns doch nicht gleich. Immer mit der Ruhe. So, auf Wiedersehen. Tschüssi, Kowski, meine Liebe. So, bevor du da bist, bist du schon tot. So sieht es nicht aus. Wo sind die? Da ist einer. Ja. So. Ah, ich muss sagen, ich mag die Waffe. Okay, wo ist der hier? Ah, da kommt der angerannt. Er ist tot. Er ist tot. Ich würde sagen, Andy ist auch tot. Einfach so. Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, einfach mal zu fahren. Und tschüss, und tschüss, und tschüss. Oh, aber ich wollte noch ein bisschen schießen. Och, Manu. Och, das ist doch blöd. Aber warte, wir haben hier noch mehr zum Schießen. Wir müssen was zerstören, dann ist klar. So. Warte, wir müssen nachladen. Beziehungsweise Ladehemmung oder so. Wir machen alles nur kaputt. Das gefällt dem Jacob sehr gut. Mir gefällt das aber auch sehr gut, muss ich sagen. I like. Sehr viel Matsch, very gut. Sehr viel Matsch, very gut. Sehr viel Matsch und very gut. Oh, einmal vorhin. Und einmal vorhin. Und einmal vorhin. Ja, Moment, ich tue mich auch mal eben. Nicht, dass du denkst, wir würden... Oh nein, scheiße, scheiße. Sehr gut. Auf Wiederschuss. Moment, da ist noch einer. Ich weiß nicht, worauf die die ganze Zeit schießen. Ich glaube, die machen nur so Alibi-Schüsse. Die haben da gar nichts drin. In ihren Waffen. Wahrscheinlich. Ah, ist noch einfach kaputt. Damit können wir das Ding ja auch abkoppeln. Ah, oh, ich mag die Waffe. Können wir die nicht so mobil machen, dass wir die immer mitnehmen können? Oh, shit. Da,
Ist blöd. Kann jetzt aber auch nichts ändern. Dann. Wir dürfen noch ein bisschen weiter schießen. Finde ich sehr gut. Die Mission ist super. Ein Hinterhalt am Arsch. So. Bam! Moment. Wir sind noch irgendwo. Ah. Oh nein, habe ich Schaden gekriegt. Och Mann, oh. Schneller fahren! Hier, brauchst einfach an allen vorbei. Ich versuche sie zu töten. Oh, schöner Headshot. Und auch hier ein schöner Headshot. Hier muss ich ja, glaube ich, nicht mehr irgendwas machen. So zerstören, wunderbar. Einfach alles kaputt. Das ist nicht schön. Moment, lösen, lösen, lösen. Wir müssen das hier lösen. Hier bleibt am besten alle drüben. Es ist sicher. Alles ist gut. Major, die Versetzung zur Royal Artillery muss wohl noch warten. Aber ich fand die Mission gut. Ah, ich hab's geschafft. Yeah. Ich fand die Mission sehr gut. Leider ist sie so kurz gewesen. Sie hätte so ruhig, ruhig länger sein dürfen. So 20 Minuten oder so. Hätte ich irgendwie gefeiert. Aber okay, machst halt nichts. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Und in dieser Zeit... Boah, die will ich eigentlich... Für mich? Ja, der ist immer noch für dich anscheinend. Aber ich weiß gar nicht, welcher Brief. Ich weiß nicht, wo hier ein Brief ist. Wahrscheinlich hat sie wieder irgendwas. Hast du was? Die hat überhaupt nichts. Ha. Ha. Auf Souvenirs zu... So, sie sitzt hier einfach geschmeidig rum. Was ist das eigentlich da vorne? Eine lange Nacht. Ach so. Finden Sie den einzelnen Nennen und bringen Sie ihn sicher zurück ins Zugversteck. Ach, das ist ein heruntergeladener Inhalt. Okay. Sollte die Maschine ölen und dann verschwindet der Junge. Wahrscheinlich ölt er lieber seine Kehle. Kannst du ihn finden und zurückbringen? Das wäre sehr nett. Na klar. Das ist doch meine leichteste Übung. Okay, das sind alles herunterladbare Inhalte, okay. Jo. Ach, das ist doch wieder Käse. Das ist doch mal wieder Käse. So, runter vom Zug. Jetzt muss ich irgendwie gucken, jetzt muss ich da erstmal hin. Am besten eigentlich wieder mit einem mit einer Kutsche, aber wir haben hier gerade keine. Deswegen machen wir das mal eben so. Vielleicht finden wir noch eine Kutsche auf dem Weg. Okay. Weiß gar nicht, wie viel es davon gibt. Wahrscheinlich noch mehr. Aber die war cool mit der Gatling. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein herunterladbarer Inhalt ist. Ich habe das gerade erst gesehen. Kann natürlich durchaus sein. Müsste ich mal gucken in der Aufnahme. Gleich. Aber die fand ich sehr cool. Nein, guck mal, ich möchte da gerne hin. So. Naja, wird wohl schneller als zu Fuß gehen, obwohl ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin. So, dann geht's hier runter, dann holen wir uns mal eben eine Kutsche. Halt, halt, stopp. Halt, stopp. Lass mich mal bitte fahren. Kannst gerne hier bleiben. Madam. So, zack. Und los geht's. Na, du kannst natürlich... Renn hinterher, das ist ein gutes Training. Du musst fit bleiben, ne? Wenn du nicht fit bleibst, dann ist das nicht sehr gut. Auf geht's. So, dann fahren wir den Ding hinterher. Eigentlich wollte ich jetzt noch ein bisschen versuchen, den einen Bezirk zu befreien, wo wir nicht mehr so viel haben, aber... Ja gut, das hat sich gerade irgendwie angeboten, finde ich. Wir waren eh gerade da. Da kommen wahrscheinlich eh noch ein paar Sachen mehr. Ah, fuck. Nein. Nein, 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 nein. Nicht so schnell. Was ich doof finde, warum fahren wir nicht einfach schon in die Richtung, wo ich hin muss? Zu mir. Ja, besser ist. Das wäre cool, wenn die das Fahren übernehmen würden. Auch zu meinem Zielort. Das wäre mega geil. Irgendwie.
Das wäre mega geil. Aber ich glaube, dafür sind die nicht klug genug. Ach, stimmt, wir können eine Gang, glaube ich, von jetzt mehreren Leuten. Wir können 5 Stück rekrutieren. Dafür gibt es ein Achievement. Ein Erfolg. Dann können wir ja mal ordentlich auf den Putz hauen. Aber erstmal gucken wir, wo denn der Bursche sich versteckt. Ah, sind zum Glück auch gleich da. Boah, aber über 1 Kilometer wieder mal zurückgelegt. Teilweise echt weit entfernt, die ganze Sache. Uiuiuiuiui. So. Dann schauen wir doch mal, wo ist der Bursche? Okay, wir müssen anscheinend mit dem Barman reden. Ich suche nach Bob, dem Lehrburschen. Ja, hab ihn gesehen. Er sah aus, als müsste er gleich kotzen. Hab ihm gesagt, er soll rausgehen. Er ist dann in die Gasse getorkelt. Okay. Komm mit, Schnuffelchen. So, kommt mal mit. Ich rekrutiere euch jetzt einfach alle. Was soll ich denn machen? Ist mir egal eigentlich, was ihr macht. Ihr lauft mir einfach nur hinterher und lernt. Das ist eine gute Sache. Ich bräuchte noch mehr. Schießt! Ich hasse euch alle! Warum ist die tot? Das ist irgendwie nicht gut. So. Gut, wir haben einen verloren, das ist nicht cool. Wir holen uns mal neue Rekruten. Alles gut? Ich bin dabei. So, komm mit. Einer fehlt eigentlich noch. Oh, da ist noch einer. Ich hole mir den mal auch eben. Dann habe ich nämlich 5. Hä, wo ist der? Hab keine Ahnung, was hier passiert ist. Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Hä, da war doch so ein grüner Pfeil. Der ist jetzt komischerweise weg. Okay. Na, einer fehlt mir noch. Einen müsste ich noch rekrutieren, dann hätte ich sie alle. Ach, da ist er ja schon. Mensch. Das war ja schnell. Hey, kann ich nicht in Ruhe pinkeln? Ja, ein Trunkenbold. Ein paar Schläger folgten ihm. Okay. Oh, wen haben wir denn da? Das sieht mir doch nach einem Trunkenbold aus. Das ist aber auch noch was. Ach, verdammt, ey. Sackgasse. Warum stöhnt die wie ein Mann? Könnte man mir das verraten, bitte? So, der Typ, der ist da hinten, aber hier ist auch noch was. Was ist das hier? Was ist das? Sieht aus, als hätte er seine Uhr kaputt gemacht. Vielleicht hat er auch Hilfe dabei. So, aber er ist doch ein Trunkenbold. Der dürfte das wohl sein, oder? Oder nicht? Was soll denn die Kämpferei, hä? Lass mich mitmachen! Blut oder Bier! Gut, das ist er wohl noch nicht. Aber hier sind noch ein paar Hinweise. Aha. Oh shit. Oh shit, was ist da los? Los, Männer. Mir nach. Hältst du mich jetzt alle zusammen? Feuer! Schlitz ihm den Hals auf, Tim. Ganz langsam. Aua. So, meine Männer sind ja da. Und meine Frauen auch. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Und tschüss, Madden. Hoffentlich hat das richtig keinen Ärger mehr machen. So. Ein hübsches kleines Gänslein. Und er ein schicker Gänserich. So als ich. Aber sie... Komm mit, Bob. Du wirst beim Zug gebraucht. Mein Bein ist kaputt. Na, das ist ja entzückend. Komm endlich. Hoffentlich hat das richtig weh. Ich... Moment, wo? Achso. Achso, ich muss ihm helfen beim Laufen, ist klar. Du wirst uns keine auch nett. Mehr machen. Gib ihm die Weißen. Dann lasse ich dich vielleicht am Leben. Gut, da hätten sie es ja ein bisschen ändern können. Wo soll ich ihn jetzt hinbringen? Bob gefangen nehmen und in Sicherheit bringen. Offene Konflikte vermeiden. Ja, aber wie bringe ich ihn denn jetzt in Sicherheit? Wo ist der Zug? Hä? Sie war ein ach, dahin. Kleines Gänslein. Da hinten. Frauen sind dein geringstes Problem. Ha, mit Freunde im Rücken. So sieht es nämlich aus. So, wir werden jetzt keine offenen Konflikte hier machen.
Kann ich denn nicht hier? Sind wir bald da? Achso, jetzt könnte ich die auch wieder entlassen. Machen wir mal. Ab mit euch! Los! Sorgt für Ordnung! Ihr geht ja aus der Bahn hier, ja? Was soll denn das? Ah, ihr seid Feinde, aber ihr macht nichts. Was eigentlich auch dumm ist. Zum Tower machen? Da war ich schon ewig nicht mehr. Eigentlich ist es dumm, dass sie mich angreifen würden. Die haben ja mit dem Typen überhaupt gar nichts zu tun, ne? Aber okay, was soll's, mein Gott. Was soll's? Ich arbeite für die Assassinen. Das ist ein Geheimnis. Oder ist doch so, Mr. Fry? Was für eine wilde Fantasie du hast, Bob. Meine Mutter könnte sie alle erledigen. Ach ja, Bob. Machen Sie nur so weiter. Der kleine Bob halt, ne? So, jetzt rennen wir mal ein bisschen, damit es auch mal hier ein bisschen vorangeht. Ah gut, die sehen mich nicht. Alles gut. Halten Sie Ausschau nach einer Taverne, ja, Mr. Fry? Natürlich doch. Ja, sicher, sicher. Bob, hinter dir! Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das gefällt. Ich kann nicht von deiner Mama... Was, soll ich von deiner Mama grüßen? Oh, ist aber nett von dir. Ja, du siehst aus wie ein Fisch. Da haben wir alle was davon, ne? So, jetzt kommt er hier. Eigentlich müssten die das ja jetzt dann im Grunde ignorieren, sage ich mal, wenn wir hier kämpfen. Hoffe ich zumindest. Ach, schade, dass wir Bobby nicht retten konnten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Naja, ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Oh, Bob lebt noch. Bob ist noch am Leben. Komm schon, Bob. Statten wir dem Krankenhaus einen Besuch ab. Los, Bob. Sollen wir? Wo ist das Krankenhaus? Da hinten. Ach, deine Mutter gehört dir. Komm mal, da kannst du mal schießen. Hier, ich muss ihn schnell in diese Kutsche bringen. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Wir sind doch Dicke. Nee, Alter. Hör auf, wenn du mich haust, dann hau ich zurück. Alter, fährt. Nee, Polizei ist hier nicht. Geh weg. Ich habe keine Polizei gesehen. Ich muss nämlich jetzt schnell zur Krankenhaus. Denn in zur Krankenhaus, dann müssen wir Bob helfen. Okay, dann bin ein bisschen beruhigt, dass wir Bob helfen können, auch wenn ich Bob nicht kenne. Aber er gehört zu den Rooks. Das bedeutet, wir müssen ihn natürlich schützen. Klare Sache. Aus dem Grund freut es mich natürlich, dass er nicht sterben wird, weil wir ihn retten können. I like it. Und dann mit dem Ruck. Das war etwas zu schnell. Ach nee, wir sind eigentlich noch recht lange unterwegs. Noch ein Pub. Ja, wir können gleich in die Pubs gehen, ist kein Problem. Nicht so schnell! Mein Magen dreht sich! Okay, City of London ist Level 6. Was? Die ist voll super, Alu. Das war etwas zu schnell. Ich habe noch keinen Unfall gebaut. Von daher ist alles gut. Ach, immer dieses Rumgeheule, weißt du? Unglaublich. Bob. Wir müssen da endlich mal was dran machen, ne? Dass du immer so rumheulst, geht nicht. Oh! Das war wirklich ein Abenteuer. Ja, ne, finde ich auch. Oh! Mein Kopf dreht sich. Ja, das macht der Wein und das Bier. Ich will nicht ins Krankenhaus. Agnes kann sich auch drum kümmern. Oh, ich bin noch gar nicht da. Darauf wette ich. Warum bin ich noch gar nicht da? Bock zum Zug. Ach so. Hä? Ach so, er will nicht ins Krankenhaus, deswegen gehen wir jetzt auch nicht dahin. Die schlimmste Fahrt meines Lebens. Kann dir noch schlimmer machen, wenn du willst. Kein Problem. Toll. Wie dumm. So ein Scheißegal, ob er ins Krankenhaus will. Wenn ich ihn ins Krankenhaus bringe, ja, dann... Ja, noch hast du Zeit. Du lebst doch noch. Ist doch alles gut. Bleib doch mal geschmeidig, Junge. Der Junge blutet ja wie ein Schwein. Hier, ich nähe das zu. Ich brauche aber was gegen die Schmerzen. Ah, na gut, ich hol meinen Whisky. Haben Sie vielleicht auch Gin?
Okay. Geschafft. So, und da ich jetzt ehrlich gesagt wieder vergessen habe, wie lange ich schon aufnehme, machen wir jetzt noch das hier schnell. Wir haben ja dann eh nur 4 Sachen hier. Und danach werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich dann einen kompletten Bezirk befreien werde. Und das eine Folge wird, dann schneide ich ein bisschen zusammen oder so. Und dann haben wir halt nur noch unsere kleinen, schönen Missionen. Und das finde ich sehr gut. So, die Frage ist, von wo machen wir das Ganze? Wir werden das Ganze mal von hier aus starten. Müssen wir zwar gleich nochmal uns das Ding markieren. Aber das macht nichts. Dann befreien wir die Kinder und danach schauen wir mal, machen wir irgendwas anderes. Wir haben wahrscheinlich sogar noch ein paar Zugversteckmissionen. Aber ich glaube, ich werde mal die normale Sequenz 4 Mission halt machen. Kann man ja auch mal. Irgendwann kann man das auch mal angehen. Die gammelt ja da schon seit 5 Jahren rum. Okay, dann markieren wir uns das wieder. Das ist da hinten. Und dann gucken wir doch mal, ob wir das so easy peasy hinkriegen. Ich hoffe es doch sehr. Jo, da hinten kommen wir auf jeden Fall schon mal rein. Das heißt, da ist doch schon mal ein guter Punkt, um anzufangen. Müssen wir jetzt nur noch irgendwie rüberkommen. Aber dank unseres kleinen Grapple-Hooks ist das ja kein Problem. Jo, dann noch schnell hier rüber. Und ich würde sagen, hier lassen wir uns mal eben fallen. Dann können wir auch die Truhe mal eben öffnen. Wenn wir schon mal hier sind, mein Gott, warum nicht? So. Und dann schauen wir uns das Ganze hier doch mal an. So, ich denke mal, den Typen in Weiß sollen wir töten. Würde ich jetzt einfach vermuten. Ach so, oder ich bin hier noch gar nicht richtig. Das wäre die zweite Möglichkeit. Ich will runter, nicht hoch. Oh. Ah, hier ist auch so ein Kampfclub. Kann ich hier einfach... Komm, hier rein und dann raus. Hier ist so ein kleiner Kampfclub. Die fand ich eigentlich ziemlich cool. Prügeleien finde ich immer eine super Sache. Ah, da vielleicht mache ich die noch. Aber dann mache ich sie mit Eevee. Ja, irgendwie schon. Wobei er eigentlich der Prügelknabe ist. Naja, muss man mal schauen. Oh. So, den muss ich töten. Die befreien. Da sind auch noch welche, die soll ich auch befreien. Wir gehen erstmal hier hoch. Scheiße, ich komme hier gar nicht rein. Ah, ist jetzt doof. Okay, da die alle gerade weggehen. Ich bin nicht anonym, kann das sein? Wir wollen doch nicht, dass Verstärkung kommt. Was soll ich denn nur machen? So. Aufgepasst, wir haben einen Eindringling. Echt? Wen denn? Sag es mir. Ich helfe euch nicht, aber sag's mir trotzdem. Spaltet ihm den Schädel. Da ist er. Feuer bereit. Ah ja, ihr macht mal eure komischen Sachen da an den. So, jetzt müssen wir die Kinder natürlich befreien hier irgendwie. Du bist gerade auf dem Holzen. Was ist denn? Du bist tot, wahrscheinlich. Stecht ihm die Augen aus. So. Aua. Oh, der Polizist ist ja tot. Das ist jetzt blöd. Was? Ja, gute Verstärkung, ist mir egal. Kannst du nicht mal. So, ciao. Ich würde euch... So, ihr seid befreit, geht weg. Wo sind die anderen? Hier waren doch noch mehr, oder? Da drüben sind... Hä? Ach, da oben sind noch welche, okay. Ah, das funktioniert gar nicht. Okay, ich gehe auf die andere Seite schnell. Oh, verdammt. Ich wollte gar nicht töten. Naja, macht nichts.
So, aua, so. Warum greifst du mich denn an? Ich bin hier gerade mitten am Kämpfen. Alles mal ohne Spaß, ne? Ihr seid voll doof, alle. Alle seid ihr doof. Oh shit. Oh shit, ich habe keine Munition mehr. Ich meine, gut, er kann... Letztlich kann er natürlich gerne zu der Glocke gehen. Ach nee, scheiße, die Glocke ist hier, das ist doof. Weil die Glocke geht ja noch. Aha. Und ihn auch töten, alles klar. Schnell weg. Und töten. Und sehr gut. So, Bösewichte sind hier gerade nicht am Start, deswegen ist das egal. Befreie ich euch eben. Ich habe noch... Hä, warum habe ich keine Kinder befreit? Sprich nicht so laut. Hä? Das finde ich aber komisch. Tata. So. Und damit ist die Alte auch weg. Dann holen wir uns das Ding da drüben noch eben. Und jetzt befreien wir mal die Kinder hier. Warum ich die noch nicht befreit habe? Hm. Eigentlich war ich ja da und wollte die befreien, aber es hat wohl nicht geklappt. Na gut. So. Wir töten die auch mal eben. Wenn wir schon mal hier sind, mein Gott, was soll's, dann können wir auch gleich richtig töten und so. Dafür sind wir als Assassinen ja immerhin auch da. Ja, okay. Wir gehen hier runter. Befreien die irgendwie anders. Und gehen auch hier erstmal runter. Ich bin ja bei dir. So. Ihr seid frei, Kinder. Frei! Südele, dann befreien wir auch mal die eben. Indem wir hier runterspringen. Und dann hier runterspringen. Und hier auch runterspringen. Oder zur Seite können wir auch erstmal machen. Ist auch kein Problem. Es wird alles gut. Das war sehr nett. Und die sind auch befreit. Kein Alarm ausgelöst. Super! Würde ich sagen. Damit sind wir bei Clara O'Day etwas besser im Kurs. Und das freut uns natürlich. Durchaus. So, dann sind hier, wie gesagt, noch drei Sachen, glaube ich, offen. Aber in der nächsten Folge werden wir uns erstmal, glaube ich, um diese Mission hier kümmern. Und deswegen bedanke ich mich bei euch. Es gibt hier sogar noch eine Erinnerung, die ich nicht freigeschaltet habe, wie scheint. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Hoffe natürlich, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann gucken wir mal, was das hier auf sich hat. Und bis dahin, haut rein.